Hallo und willkommen bei 20 Minuten Retro bei uns auf dem Kanal der Knalltüten. Wir spielen 20 Minuten Retro-Spiele und stoppen, sobald die Zeit rum ist. Anschließend bekommt ihr eine persönliche Einschätzung von uns. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann lasst einfach ein Abo und einen Daumen da und aktiviert im besten Fall die Glocke. Das kostet euch nichts und hilft uns zu wachsen. Solltet ihr mehr von dem Spiel sehen wollen, dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Und jetzt genug gequatscht, viel Spaß bei 20 Minuten Retro. Damit recht herzlich willkommen zu Wacky Wheels. Mario Kart für einen PC, sag ich gerne mal. Ja, wir brauchen eigentlich gar nicht lange rumschnacken. Wir sind schon im Hauptmenü, sehe ich gerade. Wir müssen mit Tastatur spielen, weil mit Controller funktioniert irgendwie nicht so. Aber ist ja nicht so schlimm. Wir starten den Timer so oder so jetzt. So, wir machen Singleplayer Racing und wir suchen uns den aus. Wieder Tiger, Elefant, Waschbär, Hai, Pantherbär, Kamel, Elch, Ente. Nee, wir sind der Pantherbär. Komm, Pantherbär. Uno heißt der. Da spielt wahrscheinlich keiner Uno. Obwohl, unten steht Keeper da. Egal, Kindermodus sogar. Ja, der wäre für uns gut. Nee, wir machen Amateur. 6 Runden Rennen. Ja, komm. Schön englisch alles. Alles klar, wir machen 12 HP. Reguläre Rennen. Klar. Bronze Wheel, Silver Wheel, Gold Wheel. Wir machen Bronze Wheel. Bronze Wheels. Die Strecke sieht erstmal aus, wirklich wie bei Mario Kart. Mal gucken, was wir überhaupt können. So. Erstmal Gas geben. Wo ist denn Gas geben? Das Gas geben. Cool. Jetzt geht's los. Hops. Oh, wir heizen drüber. Und, oh, da war ein Igel auf der Straße. Eine Bombe. Yeah. Frisst das Ungetüm. Oh, wo geht denn was? Frisst das Ungetüm. Frisst das! Ne, oh, das war Vollbremsung. Hey, das ja. Oh, Leertaste. Okay, alles klar. Oh, schon Briefkasten eingesammelt. Ja. Kannst noch Briefe verschicken und Igel schmeißen. Wow. Ich hab das Gefühl, seit 100 Jahren nicht mehr gespielt. Da wisst ihr, wie alt ich bin. Hey, so egal. Hier fliegt ein Igel rum. Schieß den Hai ab! Jawohl. Er ist regelrecht explodiert. Hier vorne ist noch ein anderer. Aber wir hopsen. Und fahren gegen Reifenstapel. Toll. Mach weg! Mach weg! Oh, schon nächster Reifenstapel. Mach weg! Komm, wir spielen Kindermodus. Ne, machen wir nicht. Wie Runden fahren wir denn hier eigentlich? Egal, wir fahren. Runde 5. Musik ist cool. So richtig nervig. Aber passt. Letzte Runde. Jetzt kommt der Teufel. Aber ist nicht schlimm. Wir gewinnen. Hoffentlich. Das mit der Tastatur immer nur nach links fahren. Yeah! Wir haben gewonnen. So muss es sein. Good driving, keep it up. Ja, wir haben gewonnen. Danach der Waschbär und der Hai. Wir haben 9 Punkte kassiert. Schön. Runde 2. Oh, das sieht sehr wässrig aus. Egal, im Sommer ist Wasser gut. Deswegen, let's go. DJ Pantherbär. Jawohl. Können wir schießen? Ja, können. Wir haben Igel überfahren und schon wieder. Oh, da war ein Fußballspiel der Igel. Wow. Hier sitzt der Igel auf dem Klo. Okay, wir haben ihn mitgenommen. Oh. Den Klo-Igel geschmissen oder dem anderen? Ich weiß nicht. Das Klo ist zumindest nicht hinterher geflogen. Pelikan! Pelikan-Ente! Feuerfrei, jawohl. Oh, sportmachender Esel. Nee, kein Esel, Igel. Ja, was soll ich für Tiere hier rumfahren? Geil. So, egal. Hier wird der Klo-Igel. Klo-Igel. Und ich bin Taucher. Wo ist der Hai? Komm her, Hai. Hm? Oh, hier, jetzt weiß ich, warum, wozu die Alt-Taste gut ist. Die ist schon älter. So, der nächste Igel. Irgendwas hab ich getroffen. Und der Hai nicht. Ha. Wir sind im einfachen Modus so gut, dass es schon wieder fast zu einfach ist. Aber nicht schlimm, wir heizen. Wie viele Runden fahren wir denn hier eigentlich? 5 immer noch, ne? Das ist schon funny. Lange nicht gespielt.
Uns kann keiner näher kommen. Wir sind die geborenen Sieger. Runde 5 und es kommt kein Teufel? Also fahren wir wohl 6 Runden. So, wir haben mal ein U-Boot an Bord. Passt das ganz gut. Dass wir immer mal abtrinken. So, die Bösen sind noch weit hinter uns. Jetzt kommt letzte Runde. Finale! Auch grafisch erinnere ich mich sehr an das allererste Mario Kart. Das muss etwa dieselbe Zeit sein. Ich habe gar gesehen, welches Jahr das ist. Um nicht mal näher drauf einzugehen. Und Winner! Mensch, wir sind die absoluten Cracks. Besser geht's nicht. Excellent Skill. Ja, passt. Und wieder der Waschbär und der Hai. Wir haben 18 Punkte. Wir sind einfach die Gutsten. Was ist denn das jetzt? Wüste. Oh, jetzt geht's los. Wir haben 15 Igel oder stehen 15 Igel auf der Straße. Ich weiß es nicht. Feuer frei. Oh ne, doch, wir haben so viele Igel. Das ist unsere Muni. Hier steht wirklich ein Igel mit Maschinengewehr rum. Ohne schlecht. Ohne schlecht. Die Killer-Jolene lacht auch. Da vorne ist das Ziel. Und wir sind Dritter. Da vorne ist der Hai-Fisch. Es fällt mir jetzt erst auf, dass da oben die ganze Muni steht. Feuer. Treffen doch keinen. Doch jetzt Haifisch. Und davon haben wir noch Panda Bär. Ne, wir sind ja Panda Bär. Das ist Waschmaschinenbär. Der ist angehupt. Unsere Karts haben Huben. Da ist bestimmt eine Servolenkung alles drin. Die Lotscholin lacht sich kaputt. Warum auch immer. Aber das sind wahrscheinlich die niedlichen Tiere, die sie begeistert. Die lacht schon wieder. Ein frischer Lachsack ist das heute. Und wir überrunden gleich den ersten. Also wir überrunden nicht den ersten, weil wir sind ja Erster. Aber den ersten von den Bösen überrunden wir gleich. Den Elch. Hey Elch, bleib stehen. Elli Elch. So. Und ab ins Ziel. Wir haben schon wieder gewonnen. Fantastic Piece of Driving. Wunderbar. Wir gewinnen ja ein Ding nach nächsten. 27 Punkte. Und Sultan hat noch 0. Oh, schon wieder Wüste. Okay, los geht's. Wir haben 10 Igel in der Pipeline. Die schmeißen wir. Wir nehmen den Igel als Frühstück. Oh, Smatsch. Die Bombe jetzt gut oder schlecht? Ist aber egal. Der Ölspur, zack. Pelikan. Das du Ungetüm. So. Vorne sind so der Haifisch. Der hat das hingelegt. Der Hai. Hai. Weg. Ich hab den Waschbär da vorne fast getroffen. Liest er in der Zeitung? War nicht schlecht. Und schon wieder sind wir Erster gewesen. Haifisch kommt. Gut, alle schön. Igel, hops. So, ab ins Ziel. Aber wir sind noch nicht da. Wir haben erst einen Briefkasten eingesammelt. Da war eine dicke Bombe drin. Ölspur. Hops. Ein Kaktus mitten auf der Straße. Und jetzt Driving. Oh, die Kula, die lag einfach im Weg. Da passiert aber nichts. Hops. Da fahren wieder ein paar Böse. Letzte Runde, der Teufel, der zeigt uns das an. So. Der Tiger. Der dicke Elefant. Wir haben ihn noch getroffen und sind im Ziel einmarschiert. Brillant. Now comes the big one. Jetzt kommt also das große Ding. Okay, wir führen nach 4 Rennen. Sultan hat immer noch keine Punkte oben rechts. Das ist das große Ding. Okay, wir gucken mal. Los geht's. Feuer frei, die Igel fliegen wieder. Maschinengewehr-Esel. Igel, was war schon mal Esel?
Ja, aber Esel oder Igel haben ja etwa dieselbe Größe. Fußballspielender Igel? Und die Musikdudeln sind auch schön. Der Waschbär ist aber noch erster. Aber nicht so schlimm, wir beschmeißen den Waschbär mit Esel, mit Igeln. Esel. Immer ein Esel in der Hosentasche. So, wir haben ihn überholt. Wunderbar. Wir schubsen. So, Runde 4. Wir sind angekommen. Die dicke Bombe lass mal liegen. Rekord schmal. Hier liegt Öl. Wir haben es aber nicht eingesammelt. Ups, wunderspaßig. Und der Weg wird wieder eng. Man merkt ja richtig, wie jedes Bild einzeln berechnet wird. Das ist, wenn du so eine Bildershow hintereinander weg anguckst. So. Der Teufel ist wieder da. Wir sind in der letzten Runde. Ölflecken. Wir rutschen noch mal drauf aus und wir gewinnen das Ding zum ersten Mal nicht. Aber ist nicht schlimm. Ja, Dritter. Na gut, nicht so schlimm. Müsste trotzdem gut aussehen, insgesamt gesehen. 39 Punkte. Der Waschbär kommt immer näher. Das war das letzte Rennen. Der Rostrum. Der Winners Cup. Wir haben trotzdem gewonnen. Sieht wunderbar aus. Wir kriegen einen braunen Reifen als Geschenk. Sehr gut. Kann ich in die Sammlung stellen. Please enter name. Okay. Die Genzahlen, Jahre 85, ist auf Platz 3. Von 2022, der weiß sogar das Originaldatum. Jetzt wisst ihr, wann ich es aufgenommen habe. Ist nicht schlimm, wir gehen weiter in den Silver Wheels Race Cup. Das sieht aus wie eine Bowser-Strecke. Also, von Mario Kart gesehen. Gewonnen haben wir das schon mal, sehr schön. Aber wir spielen ja auch im Kindermodus. Also, nicht ganz Kindermodus, also das ist noch... etwas über dem Kindermotor. Oh, wir haben unten so ein rotes Gesicht. Nimm das! Was war rotes Gesicht? Hier war ein Zisch. Cool, wir waren schnell. So, Haifisch fährt hier wieder rum. Und der andere da, ja. Ja. Die Wühlmaus? Nee, Wühlmaus. Der Hamster hier. Ja. Wieder ein Zisch? Eigentlich gut durch den roten Tümpel. Das ist wahrscheinlich eine Salzwüste. Eine rote Salzwüste. Dann sich. Rumste das mal schön gleich. Oh, selbst da kann er tauchen. Also es ist kein Sand. Es ist rotes Wasser. Das im Silbercup. Hier wird sich. Wieder schnell. Vorne ist ein Bösewicht. Treffer. So. Hier wird der Sporter-Igel. Igi-Igel. Ja, schon ein bisschen herausfordernder, diese Strecke. Mit sich. Hier ist Tiki-Tiger. Hallo Tiki-Tiger. Umgefahren. Die abgeschossen. Und der Teufel ist da. Letzte Runde. Gas geben. Jetzt sind wir da. Und die erste Runde im Silbercup ist beendet. Good driving. Keep it up. Alles klar. Keep it up. Die Punkte werden natürlich nicht zusammengerechnet. Ist ja ein neuer Pokal. Deswegen im Silver Wheels. Das sieht schön aus, die Karte. Gefällt mir gut. Mal gucken, ob es sich auch so fahren lässt. Feuer frei. Oh, aber gut designt. Bis jetzt kann man wirklich nicht sagen. Die Kurven sind so richtig beschissen zu nehmen. Klasse. So, wir kürzen ab. Pelikan nicht.
glaube ich, ist die Herausforderung größer. Wir spielen das auf ganz einfach. Wir wollen wissen, wie die fahren, wenn man hier auf ganz schwer fährt. Wahrscheinlich der Wald. Wir nehmen das zu Ungetüm. So. Und die Klo sitzenden Igel. Heizen und heizen und heizen und kürzen ab. Wir fahren gegen den Busch. Wir kämpfen um Platz 1, den wir auch jetzt hiermit erreicht haben. Aber wer weiß, wie lange. Oh nein, Igel, der wartet. Genießen. Das Gedudel hat was. Jetzt kommt unser Teufel. Ich hab ihn schon vermisst. Mit der Zeit. Eine Brücke. Oh nein! Mit unserer eigenen Bombe oder was das war ausgerutscht. Toll. Die Punkte bleiben bei uns auf der Strecke. Der Pokal wird etwas kniffliger. Aber Dritter ist Dritter. Das ist schon okay so. Wir können nicht immer gewinnen. Wenn so plötzlich nur noch Zweiter Ringo führt. Ringo spielt bestimmt gern Bingo. So, jetzt gehen wir erstmal in die Wüste. Mit unserem Peter Panda-Bär. Feuer frei. Der Briefkasten eingesammelt. Mit Atombomben drin. Ölspur, ja, da rutscht man da wieder selber aus. Oh, kann man abköpfen, schön. Geh weg. Die fährt aber wirklich jede Kurve aus, so ist nicht. Dann ist das Ölding. Dann ist durchgeschoben. Jetzt sind wir der Erste. Vor Ringo. Flamingo. Der Flamingo hätte vielleicht Ringo heißen sollen. Ringo, Flamingo. Ölspur, das sind unsere eigene. Runde 4. Die Kurven, Kurven. So. Wir kürzen ja immer ab. Die anderen nicht, das ist unser Glück. Hier ist Tiki Tiger. Tiki Tiger. Und ein Elefant, Ellie. Und das Kamel noch mal geknallt. Ah, nee, wir haben noch eine Runde. Die ganze Zeit achte ich auf den roten Teufel. Jetzt achte ich nicht drauf. Denke ich, ich bin da. Super. So. Aber jetzt sind wir tatsächlich da. Im Ziel. Gewonnen ist gewonnen. Egal wie und was. Unser kleiner Bär freut sich. Er freut sich immer noch. 21 Punkte Gleichstand mit Ringo. Und jetzt geht's auf die Piste. Die Bretter, die die Welt bedeuten. So, los geht's. Oh, ich wollte gerade die Briefkasten einsammeln. Ey, lass mich durch. Toll. Und das. Haben wir noch ein paar Igel zum Schmeißen? Ja. Oh, jede Ecke. Ein Hops. So, Elefant, geh weg. Briefkasten? Oh, der Briefkasten, der war gut. Die Ecken sind nicht so meins, habe ich gerade festgestellt. Platz 5. Oh je, ist das grottig. So, den Pelikan abgeschossen. Ich glaube schon sind wir Platz 2 hinter Ringo. Ringo macht einen Jodderfehler. Ansonsten kriegt er jetzt den Fehler ab. Jawohl. Gut geschmissen. Ist unser erster Platz.
Das war's uns wert. Ein fettes Zisch. Dicke Ölspur. Mit ein kleines Hops dazu. Hops. Die Ziellinie ruft, aber wir sind noch. Oh, die nächste Kante, die nächste Wand. Na schön. Nehmen wir alles mit. Das Zisch genauso. Winkender Igel. Hat er irgendwas gehabt? Ist doch kein Flugzeug. Hops. So, jetzt ist die Linie. Jetzt müsste der Teufel kommen. Der Teufel kommt. Geht's weiter. Und bleibt in der nächsten Ecke hängen. In eine Bombe rein, der Klasse. Die ganze Zeit geführt. Und nun? Wir haben keinen Igel mehr zum Schmeißen. Ja gut, Igel schmeißt man bekannterweise auch nicht. Aber Dritter sind wir geworden am Ende. Go for glory. Alles klar. Na, wenn das so ist, dann ist es so. Am Ende sind wir jetzt auch Platz 2. Wir hätten jetzt noch ein Rennen, aber das schaffen wir in den letzten 5 Sekunden nicht mehr. Deswegen warten wir nur drauf, bis der Wecker jetzt klingelt. Und er klingelt so wunderschön, dass es auch schon wieder vorbei ist. So schnell sind 20 Minuten rum. Ihr bekommt jetzt noch die Bewertung und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin macht's gut, euer Jaro85.